In diesem Video zeige ich dir in drei einfachen Schritten, wie du aus dem RAF rauskommst. Also bleib dran, wir starten jetzt. Hallo, mein Name ist Christoph Bausek und ich bin PGA Professional im Golfclub Linz St. Florian in Österreich. Auf meinem Kanal geht es um Golf und darum, wie du dein Golf verbessern kannst. Und wenn du in Zukunft nichts mehr versäumen möchtest, würde ich dich bitten, meinen Kanal zu abonnieren und die Notifikationsglocke daneben anzuklicken. Schritt Nummer 1, analysiere die Balllage ganz genau und verwende den passenden Schläger. Meistens ist es im RAF so, dass der Ball etwas tiefer liegt. Wenn der Ball tiefer liegt, ist es sehr, sehr schwierig, mit einem Holz oder mit sogar einem Hybrid zum Ball zu kommen, ohne dass zwischen Ball und Schlagfläche viel Gras kommt. Leichter ist es in so einem Fall, zum Beispiel ein Eisen 7, Eisen 8, Eisen 9 oder sogar ein Pitching Wedge zu verwenden. Es ist so, wenn du zum Beispiel aus so einer schwierigen Lage, wenn der Ball wirklich tief liegt, ein Eisen 5 verwendest oder sogar weniger, kann es dir passieren, dass zwischen der Schlagfläche und dem Ball sich zu viel Gras ansammelt und es keinen ordentlichen Kontakt mit der Schlagfläche gibt und der Ball stürzt richtig ab und das sind diese Wutzler, die oft dann nur so ein paar Meter gehen und da ist es dann wirklich besser, man sagt, okay, ich nehme einen Schläger mit mehr Loft, zum Beispiel ein Eisen 8, und versuche dafür einen sauberen Kontakt zu machen. Häufig ist es ohnehin so, dass wenn zwischen Schlagfläche und Ball ein Gras dazwischen kommt, dass der sogenannte Rückwärtsstrahl reduziert wird. Man nennt dann diesen Schlag, der entsteht, einen Flyer. Wenn der Rückwärtsstrahl reduziert ist, dann geht der Ball meistens höher raus aus dem RAF und fliegt wahnsinnig weit, oft viel, viel weiter als man denkt. Dann fliegt er oft 20, 30 Meter übers Grün, das soll auch schon vorgekommen sein. Wenn man erkennt, dass der Ball eine sogenannte Flyer-Lage hat, dann ist man natürlich klar im Vorteil, weil dann kann man leichter den richtigen Schläger wählen. Schritt Nummer 2, achte darauf, dass du einen etwas steileren Eintreffwinkel zum Ball hast und adaptiere dafür dein Setup. Um einen Ball aus dem RAF oder Semi-RAF besser zu treffen, ist es wichtig, dass ich etwas steiler mit dem Schlägerkopf auf den Ball komme. Würde der Schläger zu flach zum Ball kommen, würde sich zwischen Schlagfläche und Ball viel zu viel Gras ansammeln und der Schläger würde zu stark abgebremst werden und es kann kein optimaler Schlag entstehen. Deswegen ist es wichtig, dass man bereits im Setup ein paar Adaptierungen macht. Wenn ich im Semi-RAF liege, spiele ich den Ball vielleicht eine Ballbreite weiter vom rechten Fuß. Den Schaft neige ich ein wenig nach links. Das mache ich deswegen, damit diese Kante hier ein bisschen runtergeht und dass die richtig schön durchs Gras durchschneiden kann, also dass die Führungskante durchs Gras schneiden kann. Und was ich noch mache, ist, dass ich die linke Schulter ein wenig tiefer bewege. Dadurch wird meine Wirbelsäule etwas aufrechter und ich bekomme mehr Gewicht oder mehr Druck am linken Fuß und kann dadurch viel steiler auf den Ball schlagen. Schritt Nummer 3, ich adaptiere meinen Schwung ein wenig. Das erste, was ich in einem Semi-RAF mache, ist, dass ich eher die Idee habe, einen sogenannten Punch zu spielen. Ein Punch ist ja ein Schlag, den ich ja normalerweise verwende, um flache Bälle gegen den Wind zu schlagen, aber auch aus dem RAF eignet sich das sehr gut. Wenn ich nun mein Setup eingenommen habe, wie eben vorher beschrieben, versuche ich dann nur einen Dreiviertel Aufschwung zu machen. Ich versuche jetzt wirklich vorn zu bleiben mit meinem Druck auf dem linken Fuß und die Hände wesentlich oder mehr nach vorne zu bringen, als ich es normalerweise tun würde, also weiter links zu haben. Und ich versuche auch später die Hände hier zu halten. Das heißt, ich lasse den Schläger nicht laufen, wie ich es gewohnt bin, sondern ich punche wirklich mit dieser Art und Weise durch den Ball durch. Das zweite, was ich mache, ist, dass ich die Schwungrichtung ein wenig verändere. Wenn man zum Beispiel etwas von außen nach innen schwingt, neigt man dazu, dass man steil auf den Ball kommt. Normalerweise würde das ja einen Slicer geben. Im RAF jedoch ist es so, dass zwischen dem Ball und der Schlagfläche nicht genug Reibung entsteht, dass der Ball wirklich einen Slice-Strahl bekommt. Daher kann ich ruhig meine Schlagfläche ganz normal ausrichten, aber meinen Körper
etwas weiter nach links ausrichten und dann auch versuchen, in diese Richtung zu schwingen. Das hilft mir, dass ich eben noch steiler auf den Ball gehen kann. Und speziell, wenn der Ball sehr, sehr tief liegt, ist das wohl die einzige Option, die ich habe, um einen ordentlichen Kontakt zu machen. Das heißt zusammengefasst, der Schwung im RAF ist eigentlich ein gepunchter Fade. Ich versuche einen flachen Pulslice oder Fade zu spielen und das gibt mir den bestmöglichen Kontakt aus dem RAF. Probier es einmal und lass mich wissen unten in den Kommentaren, wie es dir dabei geht. Also probieren wir es mal. Ich spiele auf diese rote Fahne hier hinten. Ich habe ein 7-Eisen in der Hand. Ich lege den Ball einmal ein bisschen mehr zum rechten Fuß. Jetzt öffne ich meinen Stand und meine Schulterlinie, dass ich eben mehr von außen und steil auf den Ball kommen kann. Ich habe meine linke Schulter etwas tiefer. Und jetzt versuche ich, steil mit einem gepanzten Schlag auf den Ball zu kommen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du es mit einem Daumen hoch bewertest. Und schau doch auch gleich einmal die beiden Videos hier unten auch noch an. Dort drüben kannst du auch noch meinen Kanal abonnieren und ich hoffe, wir sehen uns dann bald wieder. Tschüss!